Februar 1916 gründete Hugo Ball in der Spiegelgasse 1 das Cabaret Voltaire, aus dem Dada entstand. Also Ball war der eigentliche Gründer der Dada-Bewegung. Es kamen auch tatsächlich drei junge Männer. Der eine war Christian Zara, der andere Marcel Janco und ein dritter Herr, dessen Name er sich nicht mehr erinnerte, und boten ihre Dienste an. Hans Arp war auch da für die Dekoration. Emmy Henning sang mit ihrer etwas brüchigen, aber sehr überzeugenden kleinen Stimme. Balk spielte Klavier und das Kabarett startete. Je suis petit. Je suis comme vous tous.